Wir werden den ganz, ganz großen Boom erleben. Das ist für die Aktienmärkte eine ziemlich sichere Geschichte. Na gut, die Frage ist, wie lange dauert dieser Boom und ist er wirklich nachhaltig und was passiert mit den Preisen? Werden die weiter steigen? Werden wir weiter eine Inflation haben? Und wenn wir uns jetzt mal vergegenwärtigen, meine Damen und Herren, dass wir ja zwei große Räume haben, die uns voraus sind. Einerseits China, andererseits die USA, die eben aus dem Lockdown schon raus sind, während wir noch mittendrin stecken. Wir schauen uns mal China an, sehen wir, so richtig toll ist es da nicht. Weder der Aktienmarkt noch die Konjunkturdaten sind überragend. Einkaufsmanager-Indizes so bei 51, also so ganz leichtes Wachstum. Nur in den USA, da waren die Daten richtig toll. Warum waren sie toll? Naja, weil die Fed natürlich die Märkte geflutet hat mit Liquidität, das war das eine, und weil der Staat, der US-Staat, Helikoptergeld verschenkt hat. Da tut man sich wahrscheinlich nicht wirklich schwer, wenn man da einen Boom dann mal erwartet, aber kommt jetzt nochmal ein Stimuluscheck? Eher nicht. Muss die Fed nicht irgendwann auch mal auf die Bremse treten? Eher ja, sollte man zumindest vermuten. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob dieser Boom wirklich nachhaltig ist. Aber es ist möglich, dass gleichzeitig die Preise dennoch weiter steigen. Wir also Inflation haben schon, weil wir eine Art Deglobalisierung derzeit erleben. Also praktisch die Notwendigkeit, die viele Staaten sehen, wir müssen die Dinge selber herstellen, weil wir sonst abhängig sind von anderen und wir haben in der Corona-Krise gesehen, wie gefährlich das sein kann. Also muss man im eigenen Land mehr und mehr produzieren, aber das geht nicht zu den Kosten, die wir in Zeiten der Globalisierung hatten. Also werden die Preise weiter steigen, ohne dass die Wirtschaft dabei richtig anspringt. Das zumindest ist ein Szenario, das heute an der Wall Street die Runde macht nach den ISM-Daten. Das wird Stagflation. Also, ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Inflation und stagnierender Wirtschaft. Kann das passieren? Ja, das kann passieren. Das hatten wir auch schon mal in den 1970er Jahren, eben als damals auch die Inflation nach oben schoss in der Ölkrise und gleichzeitig die Wirtschaft aber schwächelte. Und wir haben ja jetzt ganz ähnliche Ausgangssituationen wie in den 1970er Jahren, hat man teilweise das Gefühl. Schauen wir uns aber mal den ISM-Index an, wie er heute reingekommen ist. Deutlich schwächer als erwartet. Ja, die Zahl war immer noch okay, aber eben deutlich schwächer als erwartet. Und der ISM hat kommentiert, die gegenwärtige Shortage von Semiconductor und Elektronikteilen, also Halbleiter, Chips und Elektronik, hat massive Auswirkungen auf die Lieferzeiten und die Preise. Und generell scheint es einen Inflationstrend zu geben auf allen möglichen Ebenen. Und hier sagt man auch, das ist ein riesiges Problem. Wir haben Transportkapazitäten, die fehlen. All das steigert die Preise. Und wenn wir uns jetzt mal die Preiskomponente beim ISM-Index anschauen, ISM-Gewerbe, sind wir bei über 89. Das hatten wir zuletzt in den 1970er Jahren zweimal über 90 und einmal 2008. Damals stand im Juni 2008 der Ölpreis bei über 150 Dollar für Brent. Also das waren ganz andere Zeiten. Jetzt haben wir plötzlich massiv steigende Preise. Gleichzeitig haben wir bei dem ISM-Index eine schwächere Komponente Beschäftigung, eine schwächere Komponente neue Auftragseingänge. All das hängt teilweise miteinander zusammen. Man findet keine Arbeitskräfte. Man hat Lieferprobleme. Dementsprechend tut man sich schwer, diese Aufträge abzuarbeiten. Die Lieferzeiten steigen. All das ist eine eigentlich unschöne Mischung. Und das hat heute so ein bisschen, naja, die Wall Street auf dem falschen Fuß erwischt. Die Anleihenmärkte haben das schon ein bisschen so vorausgeahnt. Die Rendite für die 10-jährige Staatsanleihe sank im Vorfeld. Aber die Preiskomponente, die spricht doch eigentlich dagegen, dass hier die Dinge so ganz entspannt ablaufen werden. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die hier der Fall sind. Zum Beispiel Transatlantic Container Rates, also das, was ein Container kostet, wenn ich ihn über den Atlantik schiffe. Da sehen wir massive Steigerungen auf den verschiedenen Routen, Shanghai zu Los Angeles, Rotterdam nach New York. Allein in der letzten Woche deutliche Anstiege. Dann sehen wir Shanghai Containerized Freight Index,
massiv gestiegen, wieder kurz zurückgelaufen, jetzt wieder neues Hoch. Also massiv steigende Preise für die Unternehmen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt auch Employment nachzieht. Employment Cost Index, den wir hier sehen, mit dem größten Anstieg seit dem Jahr 2007. Also die Arbeitskraft wird teurer und das ist der Mix, der dann Inflation ausmacht. Nicht nur Rohstoffe, das ist auch eine Voraussetzung, aber vor allem die Löhne müssen steigen. Es muss mehr Geld im Umlauf sein. Mehr Geld ist sowieso im Umlauf. Geldmenge M2 in den USA über 25% gestiegen. Da wollen natürlich dann viele Arbeitnehmer auch einen Ausgleich haben. Erstens für die gestiegenen Kosten, die sie haben. Und auf der anderen Seite können sie eben diese höheren Löhne jetzt fordern, weil viele Arbeitnehmer händeringend nach Arbeitskräften suchen. Dementsprechend könnte dieser Faktor noch eine Rolle spielen. Und in Sachen Chips, die ja für die heutige Wirtschaft so essentiell sind, sehen wir, dass jetzt am Wochenende der Chef von Intel gesagt hat, also dieser Mangel, diese Knappheit an Chips, die könnte noch Jahre dauern. Das hat er jetzt am Wochenende in einem Interview gesagt. Scheint also nicht zu sein, was jetzt absolut vorübergehend ist, sondern das könnte andauern. Und wir haben gesehen, diese Preisexplosion bei Bauholz. Die FED sagt ja transitory, das ist alles vorübergehend, aber das ist jetzt schon ein bisschen lange. Wir haben jetzt die Situation, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit die Preise sich ja vervielfacht haben für dieses Bauholz. Und man hat hier mal ausgerechnet, wer jetzt ein neues Haus baut mit eben den derzeitigen Lumberpreisen, der muss für dieses Haus durchschnittlich fast $36.000 mehr bezahlen als noch vor einiger Zeit, vor einigen Monaten. Und wenn man das umschlägt, wenn man zum Beispiel jetzt ein Haus baut als gewerblicher Anbieter und das dann vermieten will, dann muss man, um diese Kosten wieder reinzubekommen, die Miete um $119 erhöhen. All das sind natürlich preissteigende Faktoren. Das dürfte an den Märkten nicht komplett vorbeigehen. Und jetzt haben wir eine Fed, die sagt, ja, ja, transitory, das ist vorübergehend, das wird nicht lange dauern. Hier sagt jetzt Mohamed El-Erian, ehemaliger PIMCO-Chef, jetzt Berater der Allianz, naja, die Fed, die hat sich da so ein bisschen in eine Ecke manövriert. Das sei nicht wirklich klug. Man sollte offen sein für die Optionen, sich jetzt schon festzulegen, was in der Zukunft kommt. Paul hat ja eigentlich auf der letzten Pressekonferenz schon gesagt, naja, wir wissen nicht, was kommt. Ja, aber auf der einen Seite ist er ganz sicher, dass die Inflation transitory, also vorübergehend ist, passt logisch nicht zusammen. Und das liegt daran, sagt Mohamed El-Erian, dass man sein Framework, also sein Rahmenwerk, ein bisschen verändert hat. Nämlich früher hat man durchaus eben die eigenen Prognosen zugrunde gelegt für die Geldpolitik. Jetzt sagt man, wir warten die Daten erstmal ab und reagieren dann. Das heißt, man ist in einer reagierenden Position. Auf der anderen Seite glaubt man, wie die Daten in Zukunft ausfallen, vor allem die zur Inflation. Passt irgendwie nicht und das ist ein Riesenproblem jetzt, sagt Mohamed El-Erian, in der die Fed gefangen ist. Sie kommt aus dieser Ecke nicht mehr raus und muss möglicherweise dann entgegen ihrer Aussagen komplett umsteuern, wenn die Dinge doch anders laufen, als man meinte, dass sie laufen. Und wenn wir jetzt uns mal die Märkte anschauen, wir sehen ja eine generelle Euphorie. Ich hatte das eine oder andere Mal schon Parameter dazu benannt, schreiben immer wieder viele, ja, der Fugmann immer bärisch. Die Euphorie ist doch da. Ich beschreibe die Euphorie, nicht wahr? Und natürlich sind die Märkte gestiegen, gar keine Frage. Wir haben jetzt nur ein anderes Umfeld. Wir haben die Öffnung der maßgeblichen Wirtschaften China und USA. Und damit rückt zumindest am Horizont die Möglichkeit doch schärfer an die Gegenwart heran, dass dann irgendwann auch mit dieser ultralaxen Geldpolitik Schluss ist. Und es war lediglich diese ultralaxe Geldpolitik, die die Aktienkurse so nach oben getrieben hat. Ich glaube, das bestreitet nicht mal ein Permabulle. Und zwar so weit nach oben wie derzeit, sodass wir sehen, dass wir jetzt mit Abstand die längste Strecke in der Geschichte des S&P 500 haben, an dem mehr als 95% der Aktien im S&P 500 über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Den Index gibt es seit 1957 und wir sehen in der Vergangenheit zumindest, ja, diesmal ist natürlich anders, aber in der Vergangenheit war das jetzt nicht das beste Zeichen für die nächsten Monate. Was soll denn noch viel besser werden, muss man sich da fragen. Da sehen wir jetzt massive Deals, M&A, also Zusammenschlüsse. Man kauft jetzt also zu Preisen, eine Firma kauft die andere, die natürlich hoch sind, weil die Aktienkurse hoch sind. Das erleben wir immer wieder auch im Vorfeld der Finanzkrise. Das haben wir im Vorfeld der Dotcom-Blase gesehen, dass also zu massiven Preisen gekauft wird. Die Investoren, die sind euphorisch hier, das Investor-Sentiment.
sowohl bei Money Managers, also bei Geldverwaltern, als auch bei Newsletter-Schreibern, die also Börsenbriefe rausgeben. Da sind wir schon ziemlich weit oben. Und wenn wir uns dann die Realität anschauen, ja, die Indizes sind gestiegen. Aber was machen denn die einzelnen Aktien der Unternehmen, die berichten? Dann sehen wir, wenn wir massive Übertreffungen haben, Überbietungen haben der Konsenserwartung, nämlich sowohl was die Umsätze als auch was die Gewinne pro Aktie betrifft, dann sehen wir, dass wir am nächsten Tag, wenn die Unternehmen ihre Zahlen melden, gerade mal einen Anstieg von 16 Basispunkten haben, also 0,16%. Der Durchschnitt der letzten Jahre war plus 1%. Also ist das schon alles eingepreist? Was soll da noch kommen? Das ist eben die Frage, die sich jetzt immer wieder stellt. Nicht, dass jetzt Gründe vorliegen, dass wir jetzt sofort runterknallen, massiv runterknallen. Wir haben nach wie vor die ultralaxe Geldpolitik. Aber am Horizont taucht eben schon das Alternativszenario auf, dass die Notenbanken anders agieren werden, eben maßgeblich in den USA. Die Chinesen agieren schon anders. Die haben durchaus auf die Kreditbremse schon getreten. Die Amerikaner noch nicht. Wir in Europa sind im Lockdown wahrscheinlich noch weit davon entfernt, aber wir sehen auf jeden Fall, dass, und das haben wir bei Apple gesehen, das haben wir bei Amazon gesehen, die Aktien trotz wunderbarer Zahlen dieser Unternehmen nicht mehr durch die Decke schießen. Und jetzt haben wir derzeit wieder so einen Krypto-Hype. Wir haben Ether oder Ethereum ist angeblich das Netzwerk. Ether ist dann die Kryptowährung. Jedenfalls hat interessanterweise Carls, der Vizechef der Notenbank der Fed, gesagt, also die Bankaufseher, die haben irgendwie nicht so einen richtigen Plan von Krypto und da kann man wahrscheinlich nur zustimmen. Die verstehen vielleicht auch nicht, welche Gefahr für den Dollar darin lauert. Da hat sich jetzt jemand auf jeden Fall mal ein bisschen drum gekümmert. Mal sehen, ob da etwas erfolgt. Und wenn wir uns mal anschauen, was zum Beispiel ein Elon Musk hier veranstaltet, hier ein Bloomberg-Artikel, a funny thing for Elon Musk to do would be, also etwas Lustiges, was Elon Musk machen könnte, würde sein, nein, ist faktisch ja der Fall. Tesla kauft Bitcoin, ist passiert. Tesla sagt, Bitcoin ist gut, oder Elon Musk, ist passiert. Der Preis von Bitcoin steigt, ist passiert. Tesla verkauft einige Bitcoin, macht Profit, ist passiert. Musk tweets that the Bitcoin price is too high. Das hat genau dasselbe, hat er bei Tesla gemacht. Bei seinem eigenen Unternehmen, oh, der Preis erscheint mir zu hoch, offenkundig mit der Absicht, dann weiter unten nochmal einzukaufen. Das könnte bei Bitcoin bald noch passieren. Bitcoin-Preis fällt dann und Musk kauft wieder dazu. Und so spult sich das Ganze ab. Das alles ist reinste Kursmanipulation, wenn man so will. Das ist auch schon bei der Tesla-Aktie zu beobachten gewesen. Die steht ja nicht umsonst da, wo sie steht. Ohne diese Manipulationen, die von Musk und seinen Freunden getätigt würden, wäre das sehr, sehr unwahrscheinlich. Und vielleicht noch abschließend hier nach Europa kommend. Wir haben jetzt so Aussagen, ja, man sollte in der Eurozone, in der EU die Reisebeschränkungen mal langsam aufheben. Das sorgt für Optimismus, Konjunkturoptimismus, und wir sehen, dass dann zum Beispiel die 30-jährige Staatsanleihe, die Rendite der 30-jährigen deutschen Staatsanleihe deutlich nach oben schießt, nämlich auf den höchsten Stand seit Juli 2019. Die Renditen steigen also wieder in Europa derzeit stärker als in den USA, weil man sich denkt wohl, naja, hier ist ja an Erholung noch relativ wenig eingepreist, was die Volkswirtschaften betrifft. In den USA schon deutlich mehr, die 10-jährige Anleiherendite ja da, zumindest klar über 1,6%. Hier sind wir in Deutschland bei der 10-jährigen ja mal gerade bei minus 0,16%, also sind immer noch negativ. Aber die Frage stellt sich, normalerweise müssten die Anleiherenditen höher sein, auch in den USA, angesichts dieses immensen Wachstums und der Inflationszahlen, die wir faktisch haben. Sind sie aber nicht, spielen die Anleihemärkte vielleicht sogar schon etwas, was man, naja, als Skepsis bezeichnen kann gegenüber diesen Wachstumseuphorikern, die glauben, dass die Bäume da in den Himmel wachsen. Wir werden sehen. Jedenfalls war das schon etwas, was uns vielleicht ein bisschen die Zukunft gezeigt hat heute, die ISM-Daten. Nämlich, wir werden weiter steigende Preise sehen, Entglobalisierung und auf der anderen Seite eine Wirtschaft, die, naja, nicht so toll wächst, wie wir uns das in den kühnsten Träumen eben ausgemalt haben. Und da wäre die Frage, ob all das wirklich adäquat bepreist ist an den Märkten, zumindest an den Aktienmärkten. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.